Hallo zusammen. Bevor ich mit dem eigentlichen Video anfange, wollte ich eben kurz über diese Videoreihe an und für sich reden. Einfach damit allen klar ist, was ich mit dieser Reihe erreichen möchte. Die ersten drei Videos sind im Grunde die Basis für das, was ihr wissen müsst, damit der Rest des Settings Sinn macht. Im ersten Video habe ich das Grundkonzept des Settings erklärt und habe erläutert, was ich bisher mit dem Setting gemacht habe. In diesem Video rede ich sowohl über das Feeling und das Genre des Settings, als auch über eine kurze physische Beschreibung des Settings. Und das dritte Video behandelt dann die Magie und die Götter, also die ganzen metaphysischen Aspekte des Settings. Nachdem diese drei Videos abgeschlossen sind, befasse ich mich mit dem, was wirklich im Setting existiert, also welche Kulturen gibt es, welche Monster gibt es und so weiter und so fort. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, fangen wir mit dem eigentlichen Video an. Bevor ich das eigentliche Setting beschreibe, sollte ich einen kurzen Vibe-Check geben, damit ihr eine Idee habt, wie das Setting sich anfühlen sollte. Und ein gutes Popkulturbeispiel dafür wäre in diesem Fall Dominaria aus dem Magic the Gathering Multiversum. Für die von euch, die Dominaria nicht kennen, ist es das ursprüngliche Setting von Magic the Gathering. Die Welt, auf der die ersten Sets von Magic the Gathering stattgefunden haben und die Welt, aus der viele der bekanntesten Magic the Gathering Charaktere kommen. Und rein zufällig entspricht sie vom Vibe her ungefähr dem, was ich mit meinem Setting vorhabe. Wenn auch natürlich in einer anderen Form. Dominaria ist ein Setting mit einem recht interessanten Mix an Genres. Wir haben zwar auf der einen Seite Goblins, Untote, Elfen, Orks und Zwerge, aber auf der anderen Seite haben wir Krebsmenschen, intelligente Pilze, genetische Mutationen, Megafauna und antike Kampfroboter. Dominaria ist ein Setting mit Barbaren und geklonten Supersoldaten, Elfen und fliegenden Schiffen, Goblins und Nazi-Cyborgs. Es gibt Zeitreisen, Sci-Fi-Instrumente und genetische Manipulationen, aber es gibt auch Ritter, Fabelwesen und Magie. Und die Mischung dieser Elemente und wie diese Elemente miteinander interagieren, ist im Grunde genau das Feeling, das ich für mein Setting auch haben möchte. Aber natürlich gäbe es hier sowohl vom Design als auch von der Ausführung her deutliche Unterschiede. Eine kurze Randnotiz, ich hätte hier auch im Grunde Dungeons & Dragons oder Pathfinder oder alles nehmen können, was ein größeres Tabletop-RPG ist, das mehr als 50 Erweiterungen bekommen hat. Aber ich habe Dominaria als Beispiel genommen, weil mit Charakteren wie Ursa und Yawgmoth und mit dem großen Fokus, der auf Artefakte und dem Reisen durch Dimensionen gelegt wird, Dominaria sich mehr nach einer Mischung aus Sci-Fi und Fantasy anfühlt und weniger als ein Fantasy-Setting, wo einfach ein bisschen Sci-Fi mit oben drauf gepackt wurde. Und wenn wir gerade mit dem Vibe-Check fertig sind, kann ich auch gleich ein bisschen über das Genre reden. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich ein gewisses Problem mit Tolkien habe. Oder genauer gesagt, ich habe ein Problem damit, dass viele Autoren Tolkien kopieren und dass sich darum Fantasy sehr gleichförmig anfühlt an vielen Stellen. Und wie ihr an meinem Gelaber über geklonte Supersoldaten und Nazi-Cyborgs vielleicht mitbekommen habt, sollte mein Setting ein bisschen von Tolkien abweichen. Mein Setting basiert weniger auf der klassischen Tolkien-Fantasy und mehr auf Weird Fiction. Der Name Weird Fiction bezieht sich dabei auf das Weird Tales Magazin, in dem viele Geschichten veröffentlicht wurden, die in dieses, in Anführungsstrichen, Genre reinfallen würden. Was für mich an Weird Fiction interessant ist, ist, dass es im Grunde eine Mischung aus modernen Genres ist. Viele von den Geschichten, die in diesen übergreifenden Begriff von Weird Fiction reinfallen würden, haben Elemente von Sci-Fi, Fantasy, Horror, Adventure und einem ganzen Haufen anderer Genres in sich vereint. Einfach weil die ersten Beispiele für dieses, in Anführungsstrichen, Genre über 100 Jahre alt sind und die Genres, wie wir sie heute im Marketing kennen, nicht wirklich definiert waren. Das heißt, die Idee, was jetzt genau Fantasy, was Sci-Fi und was Horror ist und wie die Sachen zu trennen sind, war noch nicht so fest definiert wie heute. Beispiele für dieses, in Anführungsstrichen, Genre wären solche Autoren wie Edgar Rice Burroughs, Robert E. Howard, H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith und Michael Moorcock. Und man kann Geschichten, die in dieses Genre fallen würden, in Pulp-Magazinen finden, wie Weird Tales, Tales of Suspense, Heavy Metal und Dutzenden von anderen. Und weil das natürlich jetzt ein sehr, sehr weites Feld ist, möchte ich das auf drei Grundideen zusammenstauchen, die hier am wichtigsten wären für mich persönlich beim Worldbuilding. Der erste Faktor wäre das Mischen von Genres. Die Geschichten aus Weird Fiction fallen, wie gesagt, sehr häufig in verschiedene moderne Genres, weil Genre größtenteils ein Marketing-Gimmick ist. Lovecraft vereint zum Beispiel im Cthulhu-Mythos Horror und Science Fiction. Die Princess of Mars-Reihe von Edgar Rice Burroughs ist im Grunde einfach nur Sword and Sorcery, aber spielt auf dem Mars.
Und Conan, auch wenn es die Blaupause für simple Sword and Sorcery ist, hat im Setting Aliens und alte Hightech-Zivilisationen. Der zweite wichtige Teil ist, dass Wissenschaft häufig in Magie übergeht. Was zum einen daran liegt, dass die Geschichten, wie gesagt, etwas älter sind, darum ist die Sci-Fi, die wir da finden, sehr weich und man achtet nicht wirklich auf die tatsächlichen Regeln in der Physik, Chemie und so weiter und so fort. Und was hier wichtiger wäre, wir arbeiten mit der Faustregel von, jede Form der Wissenschaft, die weit genug entwickelt ist, sieht wie Magie aus und jede Form der Magie, die weit genug entwickelt ist, wird wie Wissenschaft behandelt. Was bei Lovecraft zum Beispiel dazu führt, dass nicht sichtbares Licht, Klimaanlagen und höhere Mathematik als Magie oder Sci-Fi-Elemente dargestellt werden. Und der dritte Teil, den wir hier haben, sind Ancient Aliens. Das heißt, es gibt irgendwo im Setting eine verlorene Hochkultur, die entweder tatsächlich Aliens waren oder die technisch so weit entwickelt waren, dass es im Grunde auch Aliens hätten sein können. Das wären in Dominaria zum Beispiel die Fraen, das wären in Conan, Atlantis und Acheron und ein ganzer Haufen anderer verlorener Hochkulturen. Bei den Elder Scrolls wären das die Dreamer und bei Lovecraft wären das Dutzende von alten Alienrassen. Und nur um hier Missverständnissen vorzubeugen, ich möchte nicht so tun, als würde ich ein totes Genre wiederbeleben. Es gibt recht viel moderne und auch sehr populäre Fiction, die theoretisch in Weird Fiction mit reinfallen würde. Das wären unter anderem solche Beispiele wie Star Wars, Warhammer 40k und Spelljammer. Ich wollte einfach nur im Vorhinein erklären, was ich persönlich unter Weird Fiction verstehe und auf welche Elemente ich mich konzentrieren möchte, damit von vornherein klar ist, nach was mein Setting sich ausrichtet. Und ich möchte einmal der Vollständigkeit halber erwähnen, dass Stories, die in dieses Anführungsstrichen Genre fallen, ein paar Probleme haben. Was in den meisten Fällen daraufhin zurückzuführen ist, dass sie vor etwa 100 Jahren geschrieben wurden. Beispielsweise ist Conan sehr humanozentrisch. Fast alle intelligenten Wesen sind Menschen und die intelligenten Wesen, die keine Menschen sind, sind durch die Reihe weg böse. Und im Fall von Lovecraft sind Menschen der einzige Blickwinkel, den wir in seine Welt hereinbekommen, weil alles andere einfach zu weit von der Menschlichkeit entfernt ist, um für uns irgendeinen Sinn zu machen. Ein anderes Problem wäre Rassismus, was im Fall von Lovecraft sehr offensichtlich ist und im Fall von zum Beispiel Conan eher daher kommt, dass die Geschichten einfach sehr alt sind und damals die Sensibilität nicht da war, die wir heute haben. Und wo wir gerade von Sensibilität reden, die Stories waren zu einem gewissen Grad sexistisch. Robert E. Howard war zwar zu seiner Lebenszeit ein Teil der Feministenbewegung, aber trotzdem ist Conan ein großer Muskelmann, der sehr häufig leicht bekleidete Frauen retten muss. Und auch seine weiblichen Hauptcharaktere, wie zum Beispiel Red Sonja, sind aus heutiger Sicht nicht unbedingt feministische Vorbilder. Zum Glück kann man die Probleme sehr leicht dadurch ausmerzen, dass wir im Jahr 2022 leben. Das humanozentrische Weltbild kann man dadurch loswerden, dass man sich mehr auf zeitgenössische Fantasy konzentriert, also mehr auf Elfen, Zwerge und Orks und weniger auf Menschen. Das Problem vom Rassismus erledigt sich im Grunde selber, wenn man ein bisschen sensibel ist, wenn man an die Sachen rangeht, mit denen man arbeitet. Und dasselbe gilt im Grunde auch für den Sexismus. Solange man in diesen Problemgebieten ein bisschen vorsichtig ist und eventuell einen Sensitivity Reader oder einfach ein zweites Paar Augen mit dazu nimmt, sollte es eigentlich hier keine großen Probleme geben. Und das Weird Fiction Genre würde dann, sobald ich die gröbsten Probleme erkannt und hoffentlich behoben habe, mit ein paar anderen Ideen kombiniert, die ursprünglich nicht Teil des Genres waren. Also zum Beispiel archäologische und historische Einflüsse, neue Fantasy- und Sci-Fi-Tropes, High-Fantasy-Elemente, spekulative Evolution und die ganzen anderen Sachen, die vor 100 Jahren nicht wirklich üblich waren. Nachdem wir jetzt den Vibe und das Genre festgelegt haben, würde es Sinn machen, dass ich vielleicht mal im Detail über das Setting selber rede. Ich habe zwar im letzten Video das Grundkonzept des Settings erklärt, aber es würde an dieser Stelle Sinn machen, einmal die Story des Settings mit ein paar Details zu erzählen, damit ihr etwas mehr Informationen bekommt. Wir beginnen mit einer relativ generischen Fantasy-Welt, die bis auf ein paar Details nicht wirklich fest definiert ist. Und dann gibt es einen wortwörtlichen Weltuntergang. Die Welt bricht auseinander, Magie spielt vollkommen verrückt und verschiedene Dimensionen brechen auseinander und fangen an sich zu vermischen. Und was vorher eine relativ generische Fantasy-Welt mit den üblichen Verdächtigen wäre, ist jetzt eine Welt mit seltsamen Spezies und noch seltsameren Orten. Das wäre zumindest die Kurzfassung. Aber ich glaube, es würde sich lohnen, hier ein bisschen ins Detail zu gehen. Zum einen, weil es hier ein paar Elemente gibt, die ich erklären müsste, damit das Setting später Sinn macht. Und zum anderen, weil es ein paar Konzepte gibt, die ein bisschen abgespaced sind, wenn man dafür keinen Kontext hat.
Ich hatte erwähnt, dass die anfängliche Fantasy-Welt nicht besonders ausgearbeitet ist und das ist in diesem Fall kein Zeichen von Faulheit, sondern es ist geplant. In den meisten Settings haben wir eine durchgängige Timeline und dadurch kann man relativ einfach feststellen, welche Elemente aus der Vergangenheit zu welchen Elementen in der Gegenwart geführt haben. Das ist in diesem Setting allerdings nicht der Fall. Ein Kernelement dieses Settings ist, dass wir einen Weltuntergang haben, durch den mehrere hundert Ebenen, Realitäten und Dimensionen miteinander vereint werden in eine gemeinsame geteilte Welt. Das heißt, wenn wir ein Element aus der Gegenwart nehmen, können wir nicht mit Sicherheit sagen, aus welcher Vergangenheit es kommt und woraus es sich entwickelt hat oder ob es Mischungen gab und so weiter und so fort. Es macht einfach keinen Sinn, Zeit darin zu investieren, die alte Welt auszuarbeiten, wenn die neue Welt so grundverschieden ist. Zum einen ist die physische Struktur der Welt vollkommen anders, einfach weil wir fliegende Inseln haben und keine zusammenhängende Welt. Und zum anderen sind 10.000 Jahre vergangen. Das heißt, selbst wenn wir die Vergangenheiten festlegen, ist es nicht sicher, dass wir die neuen Kulturen als eine Fortsetzung der alten Kulturen verstehen würden. Und außerdem hat das Setting, wenn ich es schwammig lasse, mehr Freiraum, dass andere Spieler, Spielleiter und Autoren eigene Elemente in die Welt einfügen können. Also ist es kurz gesagt Absicht, dass die generische Fantasy-Welt am Anfang so generisch ist und keine festen Details hat. Mit einer bedeutenden Ausnahme. Und diese Ausnahme ist Phaiaxis. Phaiaxis ist eine untergegangene Hochkultur, die technologisch sehr weit fortgeschritten war. Das heißt, sie erfüllt die Ancient Aliens-Rolle, die ich im letzten Teil erwähnt hatte, und sie ist außerdem Atlantis. Phaiaxis bekommt noch sein eigenes Video, wo ich das Ganze genauer erkläre, aber grob umrissen ist Phaiaxis zum einen die Quelle für alle Magitech, die es im Setting gibt, und ist zum anderen die einzige Konstante, die in allen Realitäten existiert hat, bevor die Welten zusammengebrochen sind. Die Ausnahme dabei bilden die Dimensionen, die keine physische Welt im eigentlichen Sinne sind. In dieser Apokalypse wurden wie gesagt hunderte von Realitäten und Dimensionen zusammengeworfen. Und die Realitäten, die eine Widerspiegelung oder eine Parallele oder ein was auch immer der physischen Welt sind, haben eine Version von Phaiaxis in sich. Und die Ebenen, in denen Phaiaxis nicht existiert, sind in der Regel metaphysische Ebenen. Das wäre beispielsweise so etwas wie die elementaren Ebenen oder die Reiche von Feen, von Dämonen und anderen nicht-erdlichen Wesen. Bei der Apokalypse haben sich dann alle diese Ebenen, physische und nicht-physische, vermischt, was ein paar interessante Folgen hatte. Zum einen ist die physische Welt auseinandergebrochen, das heißt, das Setting besteht aus fliegenden Inseln statt aus einer einzigen Welt. Und weil diese Inseln eben in Magie gebadet wurden und weil sie aus verschiedenen Realitäten kommen können, gibt es hier sehr viel Variation in den Inseln. Was sich darin ausdrückt, dass jede Insel ihre eigene Realitätsbubble hat. Das heißt, desto näher man einer Insel kommt, desto mehr wird die Realität dadurch beeinflusst. Es kann Auswirkungen haben auf die allgemeine Temperatur, auf das Wetter, auf das Klima, auf die Tageszeit, auf die Jahreszeit, darauf wie Magie funktioniert und einen ganzen Haufen anderer Faktoren. Das heißt, wenn es eigentlich Hochsommer ist, aber man sich einer Winterwelt nähert, fängt es an, innerhalb von Stunden zu schneien und es gibt Minustemperaturen. Und man kann am frühen Morgen beim Sonnenaufgang auf eine Nachtinsel zusteuern und innerhalb von ein paar Stunden ist es Mitternacht. Permanent. Ja, einige Inseln haben eine Tendenz dazu, etwas interessant zu sein. Einige Inseln sind zeitlich verschoben, was zum einen dazu führen kann, dass wir die Beispiele von gerade eben hatten, mit anderen Jahreszeiten und anderen Tageszeiten. Es kann aber auch dazu führen, dass wir Kreaturen aus der Urzeit haben oder dass auf der Welt Wesen leben, die sich erst in der Zukunft entwickelt hätten. Auf einigen Welten hat die Natur einen übernatürlichen Boost bekommen. Das heißt, zum einen haben wir hier lebende Pflanzenwesen und zum anderen ist druidische Magie deutlich stärker und Pflanzen wachsen einfach unnatürlich schnell. Andere Welten sind mit nekromantischer Energie gefüllt, das heißt es gibt einen ganzen Haufen an Untoten, sowohl die intelligente als auch die nicht intelligente Variante. Und außerdem wäre hier natürlich Nekromantie deutlich stärker als auf anderen Welten. Und dasselbe Spiel kann man machen mit dämonischen Energien oder elementaren Energien oder was einem auch immer gerade einfällt. Die intelligenten Lebewesen auf den jeweiligen Inseln haben natürlich ihre eigenen Kulturen. Und diese Kulturen sind inspiriert von einer Mischung aus Kulturen aus der echten Welt, den Gegebenheiten der Umgebung und allem anderen, was gerade irgendwie interessant für mich aussieht. Und natürlich ist ein großer Fokus des Settings, wie diese Kulturen es schaffen, von Insel A nach Insel B zu kommen. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, schauen wir uns jetzt einmal an.
Nehmen wir hier als Beispiel einmal eine Kultur, die auf Wikingern basiert. Das heißt, sowohl die Kultur selber als auch die Lebewesen, die es hier gibt und die Religion, die vorherrscht, basieren auf den skandinavischen Mythen und skandinavischen Kulturen. Also haben wir hier Wikinger, Drachenschiffe, Äxte, Runen und das ganze andere Zeug, das wir mit Wikingern in Verbindung bringen würden. Aber damit das Ganze keine 1:1 Kopie aus der echten Welt wird, nehmen wir neben den skandinavischen Mythen und Kulturen auch andere Elemente mit rein, die ein ähnliches Feeling haben. Das heißt, in diesem Fall orientieren wir uns primär an sehr naturverbundenen Kulturen, an Kulturen, die in einem ähnlichen Klima leben oder an Kulturen, die an den skandinavischen Einflussbereich angrenzen würden. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass wir bei Fauna und Fabelwesen uns zum einen an Mythen orientieren, die in einem ähnlichen Klima spielen und uns an Mythen orientieren, die ein ähnliches Feeling haben wie die nordische Mythologie. Das heißt, so etwas wie englische Feen oder Yetis würden hier theoretisch auch reinpassen. Auf der anderen Seite kann man Fabelwesen, die nicht hundertprozentig ins Wikinger-Feeling reinpassen würden, wie zum Beispiel Einhörner und Greifen, so abändern, dass sie zumindest in das Klima reinpassen würden. Und bei der Mythologie müssten wir als erstes die Götter ein bisschen abändern, einfach weil es zu eindeutig würde, wenn wir da Thor und Odin rumlaufen haben. Außerdem wäre es möglich, dass man gewisse Wesen aus der nordischen Mythologie nimmt und so abändert, dass sie als eigenständige Götter agieren könnten. Und schließlich kann man hier noch Götter aus anderen Religionen mit dazu nehmen und sie entweder mit den nordischen Göttern vereinen, oder man könnte die fremden Götter so abändern, dass sie mehr in das Wikinger-Feeling reinpassen. Und wenn wir dieses Konzept konstant anwenden, haben wir zwar etwas, was klar als etwas skandinavisch inspiriertes zu erkennen ist, aber nicht etwas, was eine flache Kopie von dem wäre, was in der echten Welt zu finden ist. Nachdem wir jetzt die Grundlagen geklärt haben, sollten wir über die settingspezifischen Ansprüche reden, die hier gestellt werden. Der erste Punkt wäre hier das Reisen zwischen den verschiedenen Inseln. Das können wir hier einfach so machen, dass wir die Wikinger-Schiffe beibehalten, aber diese Schiffe sind sowohl seetauglich, als auch mit Magie ausgestattet, die es ihnen erlaubt zu schweben. Alternativ können wir auch die Tiere aus dieser Region benutzen, die dann als fliegende Reittiere benutzt werden. Reden wir jetzt über die verschiedenen Arten von Inseln, die wir hier haben könnten. Um beim nordischen Thema zu bleiben, benutze ich einfach mal einen Namen aus der nordischen Mythologie. Wenn wir unsere 0815 Standardwelt haben, die wir einfach mal Midgard nennen, hätten wir hier Fauna und Fabelwesen, die aus der nordischen Mythologie oder unserer modifizierten nordischen Mythologie entnommen wurden, und wir hätten die Baseline der Kultur, die wir gerade besprochen haben. Auf der Eiswelt Niflheim hätten wir entsprechend eher an die Kälte angepasste Version dieser Flora und Fauna. Das heißt, wir haben statt normalen Riesen und Trollen Eisriesen und wir haben statt normalen Ochsen beispielsweise Auerochsen. Die Kultur würde größtenteils dieselbe bleiben, aber wäre halt an das Klima angepasst. Das heißt, es gibt einen größeren Fokus darauf, Vorräte für den Winter anzulegen. Die Mode hat einen größeren Fokus auf Felle und schwere warme Kleidung und so weiter und so fort. Wenn wir dann eine Feuerelementarwelt haben, wie zum Beispiel Muspelheim, wäre die Kultur zwar immer noch als eine Variation der Baseline zu erkennen, aber hätte jetzt einen größeren Fokus darauf, dass man sich gegen die Hitze schützt. Und auch die Flora, Fauna und Fabelwesen werden natürlich feuerbasierter. Das heißt, wir haben keine normalen Riesen, sondern Feuerriesen und es ist wahrscheinlich, dass die Tiere irgendeine Form von elementaren Fähigkeiten haben würden. Also ist es hier generell so, dass wir ein Worldbuilding-Element haben, das kann eine evolutionäre Nische sein, das kann irgendetwas Kulturelles sein, das kann ein Artefakt sein oder was auch immer uns gerade einfällt. Und dieses Element müssten wir dann basierend auf der Welt, auf der wir uns befinden, abändern. Und zwar so, dass es immer noch klar als dieses Ding zu erkennen ist, aber so, dass es auch auf jeden Fall in diese Welt passt. Und das müssten wir dann konsequent anwenden auf die Flora und die Fauna, auf die Religion und auf die Kultur selber. Diese Wikingerkultur war jetzt nur etwas, was ich am Rande als Beispiel erwähnt habe. Einfach damit ihr ein ungefähres Gefühl dafür habt, wie ich hier beim Worldbuilding der jeweiligen Kulturen vorgehe. Es gibt natürlich auch spezielle In-World-Beispiele, aber dieses Video ist schon lang genug und ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich glaube, es würde Sinn machen, an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung der Settings reinzupacken, einfach um sicherzugehen, dass nichts verloren gegangen ist. Das Setting besteht aus einem ganzen Haufen fliegender Inseln, die im Grunde alle ihre eigene kleine Realitätsbubble haben. Das heißt, dass sich Tageszeit, Jahreszeit, Wetter, Klima und ein ganzer Haufen anderer Faktoren zwischen diesen Inseln sehr stark unterscheiden. Zwischen diesen Inseln reist man entweder dadurch, dass man auf etwas reitet, was fliegen kann, oder man reist auf fliegenden Schiffen.
Diese fliegenden Schiffe zusammen mit aller anderer Science-Fantasy-Technologie stammt aus Phaiaxis, einer untergegangenen Fantasy-Welt, die in Verbindung mit dem großen Kataklysmus steht, durch den die Welt zerbrochen ist und verschiedene Realitäten und Dimensionen sich vermischt haben. Das resultiert in einer bunt gemischten und relativ seltsamen Science-Fiction-Fantasy-Welt, in der Abenteurergruppen aus einem feuerbasierten Minotauren-Piraten, einem bücherliebenden Lovecraftian Horror und einem Mammutbarbaren von einer Eiswelt nicht unbedingt unüblich wären. Und diese Abenteurer können sich die Zeit damit vertreiben, dass sie bisher unbekannte Gebiete erkunden, dass sie nach den Artefakten von vergangenen Hochkulturen suchen, dass sie Monsterjagen gehen oder eine Schlägerei mit irgendetwas Großen und Haarigen anfangen, oder sie könnten sich in Politik versuchen oder einfach das machen, was die und die Gruppen normalerweise machen. Und damit wäre der grobe Überblick über das Setting abgeschlossen. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Im nächsten Video befassen wir uns mit Magie und Göttern, dass ich kurz erkläre, wie das ganze Metaphysische funktioniert. Und danach fange ich dann mit speziellen Beispielen an von Kulturen und Wesen und anderem Zeug, was im Setting existiert. Aber diese drei Videos sind die Grundlage, die ihr braucht, um zu verstehen, wovon ich in den Videos überhaupt rede. Nochmal danke, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.